Ich weiß, der Sound. Natürlich fehlt er wieder, wie immer. Herzlich willkommen, ne? Wir haben ausgeschlafen. Ich habe ausgeschlafen. Ich habe mich hübsch gemacht heute. Wir gehen wieder auf eine Reise. Ja, gestern Abend oder gestern Nacht, für einige, die noch dabei waren, haben wir es ja nochmal anprobiert. Weiß, der Sound. Natürlich Oh fehlt er Gott, wieder. jetzt höre ich mich doppelt. Moment. Irgendwas mache ich auch immer falsch. Herzlich willkommen. So. Wir haben es ja gestern Abend schon wieder, ne? Wie noch ein Early Access? Ja, genau, Sven. Early Access Fetzen. nicht. Manchmal ja. Was? Der Hawaii-Murty. Yay. Ja, das ist mein Strohhut. Das ist auch echt Seegras. Ja, das ist echtes Seegras. Nur für euch. Ja. Ja, das wäre noch geil, ne? Multiplayer fehlt noch. Irgendwer hat gestern Nacht ja noch erzählt. Phänomenal. Ja. Und irgendwann hat er gestern Abend noch gesagt, es gibt oder heute früh, es gibt vielleicht irgendwo, ne? Ich warte schon seit, ich hab geschlafen, tut mir leid, ich bin noch selber. Bester Einsiedler ever. Ja, ich habe mir gedacht, wir gucken nochmal auf die Insel, ne? Und schauen mal, ob wir vielleicht was Lustiges gerissen kriegen. Da jetzt haben wir ein bisschen gelernt, nicht mit allen mit der Machete anlegen, das ist kein Problem. Dass wir ein bisschen auf die Insel gehen und wenn die Sonne scheint, dann gucken wir mal, was da kommt. Ja, den Stream muss man generell immer offen haben. Da habt ihr schon aufploppen sehen, siehst du? So, ich trinke mal ein Schlückchen Wasser. Energy Drinks sind alle aufgebraucht, das ist vielleicht auch ganz gut für mein Herz. Der Trailer ist laut. Ist der Sound vom Trailer? Moment. Das müssen wir gleich mal rückgängig machen hier. Audio. Komisch. Egal. Das war bestimmt der Sound vom Spiel. Wir wechseln mal auf die kleine Kamera und machen uns in die Ecke. So. Zack. Und ist der Loop noch an von dem Video? Jetzt muss ich mal schauen hier. Aber eigentlich müsste es jetzt okay sein, oder? Leute? Sound müsste jetzt weg sein. Die Mucke ist lauter als ich! Aber jetzt sollte es weg sein, oder? Jetzt ist es okay. Ja, klepp mich auf. Zitronenfresser, da hast du wohl recht. So, jetzt sollte es aber gehen, oder? Wow, New Game. Wollen wir es wagen? Wollen wir in die Einsamkeit uns stürzen, ja? Warte, er hat mal den Titel angepasst. Das muss ich mal aktualisieren hier. Reif für die Osterinsel. Jawoll. Sehr gut. So, dann wollen wir mal auf hier, ne? New Game. Alles klar. Do you want to start a new game? This could override your previously saved game. Natürlich. Ich habe nämlich kein previously saved game. Bin gestorben. Ja, genau. Bis ich von alleine was craften. Wir sollen uns, das kenne ich schon, das haben wir gestern Abend schon mal gehabt. Jetzt lernen wir, wie man einen Cocktail mixt. So. Hau rein, das Ding. Jawoll. Jungs, bei euch alles fit hier vorne? Scheint so. Können wir schon rausgehen? Können wir nicht. Als Ostereier. Ist klar, dass das ein cooles Event wäre, wenn alles Teure irgendwo rumstehen würde. Oh! Oh, da
Also das Blut gesplasht, alles schwimmt hier in der Gegend rum. Ich glaube, die sind tot, die Jungs, da hilft nichts mehr. Wir müssen raus. Da ist unser Boot. Unsere Rettung. Machst du noch Bumm? Mach keinen Bumm. Jetzt, oh Gott, oh Gott! Oh, direkt von der Insel. Direkt vor der Insel. Oh, was haben wir hier? Da ist irgendwas im Wasser. Da ist noch eine Insel. Ach, wir haben gestern, glaube ich, auch die Sicht ein bisschen, die Sichtweite ein bisschen aufgestellt. Sodass wir mal auf 90 haben. Guck mal, hier haben wir. Da haben wir ein Paddel. Da sehen wir auch schon mal hier, ne? Gucken, ob wir hier was finden, was Tolles. Was war das? Hab ich da was gesehen gerade? Luft. Habt ihr nicht so. Muss ja irgendwas Cooles sein. Ich meine, das ist ein Schiffswrack, ne? Da können wir rein. Bücher. Oh Gott, ich glaube, wir müssen raus, wir ertrinken gleich. Wir ertrinken gleich, schnell! Nexus, ahoi. Wir haben einen Eimer. Wir haben einen Eimer. Das ist, glaube ich, viel wert. Weiß nicht, ob das viel wert ist. Aber ich schätze mal. Wir nehmen erstmal ein Paddel. Und ab an die Insel. Oh, da ist noch ein Schiffswrack. Die Insel gefällt mir. Die Sonne strahlt. So ist es besser. Na 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 na. Schöne Insel. Ob hier auch der Hanf blüht? Nee. Ja, genau. So, wir sind angekommen. Auf unserer neuen Insel. Sieht ja sehr karg aus hier. Nicht so viel los. Aber schön. Unsere eigene kleine Insel. Hey! Was gibt's denn hier Tolles zu holen und zu sehen? Voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Ein altes Schiffswrack. Oh, noch eine. Was ist das? Ein Fass. Ein Fass. Fass, Fass! Nein, das glaube ich war was anderes. So, wir müssen hier hoch. Moin, Benny. Ja, und alle anderen auch. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid, wie immer. Was haben wir hier? Oh, wir haben hier noch eine Kiste. Kann man da was machen? Ist da was? Da! Duct Tape! If you can't fix it with duct tape, you're not using enough duct tape. Ja, so ist es nämlich. Ja, wenn irgendwas nicht mit duct tape festgeht, dann macht man es nicht mit genug duct tape. Duct tape, duct tape, duct tape. Das machen wir mal 10 Mal untereinander, dann bin ich stolz auf euch. Duct tape, duct tape, duct tape, duct tape, duct tape, duct tape, duct tape. Da hört es schon auf. So. Ja, wir sind fast gut gewesen. Jetzt, wir haben schon ein bisschen was erreicht. Oh, Krabbe. Crab. Crab. So. Wir haben ja schon ein bisschen gelernt. Ja, wir sind nicht mehr so von ganz von gestern. Jo, Daniel. Ahoi. Oh, Herr Nudel. Ich hätte dir auch letztens gespendet und habe keinen Later-Rang, ein altes. Mir wurde gesagt, ich müsste mich an dir wenden. An dich wenden. Ja, Mudelchen.
Da steht doch aber ganz dick bei, oder nicht? Dass wenn du hier spendest, dass das nicht für den alten Server ist, sondern dass es das wirklich rein für den SGTV-Server ist. Sprich, davon finanzieren wir praktisch Giveaways und der ganze Schnodder. Also sprich, das Projekt, die gehören richtig, das ist alles so ein Gaming, aber die gehören nicht zusammen in dem Rahmen. Ducktape, 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 Ducktape. Genau, so ungefähr. Ducktype? Nein, Ducktape. Nicht Type, Tape. Oh, wir sind voll. Womit sind wir denn jetzt schon voll? Wir müssen mehr Hölzer sammeln. Und dann müssen wir uns erstmal was bauen, ja? Oh, das tut mir leid, Moodle. Nein, auch nicht DuckTales, das ist was anderes. Da steht das nicht extra sogar dick dabei? Wir müssen erstmal das Floß hier wegholen. Ich hab ein knallgelbes Gummiboot. So. So, wir müssen erstmal klarkommen. Wir sind hier auf der Insel, alleine. Was machen wir hier? Wir brauchen was zu essen und was zu trinken. Da, ich sehe schon was Schönes. Wir brauchen Palmen und Holz. Erstmal müssen wir alles Holz, was hier rumliegt, sammeln. Hier liegt kein Holz. Aber Steine. Steine sind wichtig, habe ich gelernt, und Steine sind Mangelware. Oh, hier, Yucca. Oh, Mudeltier, das tut mir wirklich leid. Oh, da ist noch mehr. Das müssen wir erstmal. Wir dürfen nicht vergessen, wo das lag. Ich hab gelernt, man kann hier ganz schnell mal die Orientierung verlieren. Hier machen wir unseren Steinhaufen hin. So, und daneben machen wir den Holzhaufen. So, Holz haben wir. Ein bisschen. Da ist noch mehr Holz. Ah, nicht auf den Baum klettern jetzt. Das Schöne ist, so wie ich gestern Nacht erfahren habe, um 5 Uhr oder 4 Uhr früh, es soll auf jeden Fall ein Update kommen, bei dem die Palmen dann auch nachwachsen und nicht nur die Yucca-Dinger da unten, ne? Yucca-Palmen habe ich hier auch stehen. Ja, ich hatte mal welche, bis sie dann eingegangen sind. Weil ich mich mehr um euch als um die Yucca-Palmen gekümmert habe. Ja, kein Problem, gerne doch. Oh, will mal fetzen, vor allem wenn sie vom Commander kommen. Wobei wir uns ja noch einen Namen überlegen müssen, was sind wir denn jetzt hier? Sind wir jetzt Insulaner Manfred oder so? Insulaner Manfred. Guck mal, da haben wir das erste Wrack haben wir schon entdeckt. Hier ist seichtes Gewässer. Guck mal, was wir hier noch so auftreiben können auf unserer kleinen Insel. Hier scheint nicht mehr viel aufzutreiben zu sein. Ein Fass. Da schlägt er im Fass den Boden drein. Crap. Aber keine Steine. Kartoffeln haben wir schon. Da ist noch ein Stein. Sehr übersichtlich. Komm gleich dazu hier. Steine sind äußerst wertvoll. So, jetzt müssen wir erstmal anfangen. Oh Gott, wir hatten die Yucca-Palme ganz vergessen. Wo haben wir die stehen gehabt? Die eine. Naja, egal.
Familie ernten. So, das war das. Aber wir hatten doch irgendwo noch mehr gesehen. Wir hatten doch hier noch... Oh, da, guck. Ja, Mai, schau! Aber wir hatten doch schon eine abgeholzt. Jetzt müssen wir bloß gucken, wo die ist. Irgendwo hatten wir schon eine. So. Crab. Crabbly Crab Crab. Guck mal, mehrere Crabbies. Da ist ein Crabbau. Ein Crabbau. Da bauen Crabs. Ich will auch bauen. Aber wo ist meine Yucca-Palme, die ich gepflückt habe? Nicht hier. Okay. Wir müssen erstmal was Sinnvolles machen. Nein, kein Crampfire. Ashing, Ashing. Wir haben doch hier alles beieinander, oder müssen wir da ein bisschen mehr beieinander bauen? Oh, da haben wir es doch hier. Crude Eggs. Die brauchen wir doch schon mal. Und, ne, noch eine Crude Egg brauchen wir nicht. Aber damit können wir schon mal was anfangen. Ah, really, like you. Crude Hammer. Sehr geil. Werkzeug ist auch da. Und eine Fish Trap bauen wir uns auch gleich. Und die nehmen wir auch glatt mit. Den Hammer lassen wir erstmal liegen. Und dann gucken wir mal, ob wir hier auch wirklich, ne? Vielleicht fangen wir ja mal was. Ich würde sagen... Da schmeißen wir sie mal hin. Vielleicht schafft das. Vielleicht passt das ja. So! Crabbau. Ja, genau. Bau! Moin! Grüße. So, wir haben eine Axt gebaut. Wir haben eine Axt gebaut. So, wir sollten erstmal eine hier. Oh, die ist schön groß. Die nehmen wir. Wir gucken uns erstmal um, wie es oben aussieht. Wir haben ja auch glatt was zu trinken. Ah! Oh, das tat nicht gut. Ich glaube, ich brach mir etwas. Uah, nicht schon wieder. Komm. Da ist noch eine Insel. Da ist auch eine Insel. Da ist auch eine Insel. Viele Inseln. Ich würde sagen, wir merken uns die Richtung. Das ist nämlich sehr clever, weil da ist, ne, die, das wird unser nächstes Ziel. Ja? Das wird unser nächstes Ziel. Ah! Gut, uns geht's vielleicht nicht mehr ganz so gut jetzt. Aber wir haben was, ne? Zum Trinken und zum Essen. Das ist schon mal viel wert. Jetzt kommt gleich hier unser nächstes Lager. Ne, das wollen wir nicht. Das wollen wir. Das wird unser Essenslager hier jetzt so. Blub. Und blub. Und wir hatten noch einen Eimer gefunden, ne? Den packen wir da auch hin. Wir brauchen mehr Steine. Kann ich irgendwo mit Steine machen? Irgendwie war mir das so, ne? Das scheint nicht zu funktionieren. Neandertaler Norbert, nein, wir kommen ja aus der Zivilisation, Herr Mudel, ja? Now the king of the world! Da kommen keine Steine raus. Wir brauchen erstmal Holz.
Du bist fertig, Baum. Baum weg! Sagen wir doch schneller hier, ha? Dieser Sound ist doch schrecklich. Es wird dunkel, Leute. So. Was bauen wir jetzt davon? Nein, kein Campfire. Oh, wir haben hier Foundation. Wir könnten uns eine Foundation bauen. Wir bräuchten eigentlich mehr Steine, ne? Gucken, ob wir Hammer auch Steine holen können jetzt. Aber ne, mit dem Hammer geht's nicht. Oh, oh. Potato Plant. Große Steine, wo wir Steine hauen können. Ist das ein Stein? Nein, das ist kein Stein. Das ging doch irgendwie. Irgendwer hat mir das erzählt. Da kommen keine Steine. Ich versuche mir einen Wilson zu bauen, das ist der Plan, ja? Sonst vereinsamen wir hier brutalst. Keine Steine möglich. Wir brauchen mehr Steine. Das heißt, man könnte das Spiel Multiplayer spielen, ja? Das wäre natürlich episch. Aber hat man dann auch zwei, sieht man auch zwei verschiedene Charaktere, weil momentan sehen wir hier, ne? Also, wir haben ja nicht mal einen Schatten oder Beine, ne? Ja, das stimmt, Big Man. Das weiß ich selbst. So. Oh. Crap. Crap, crap. So, wo haben wir unsere Essensreserven? Hier. Da lagen wir auch Mr. Crab. So, haben wir noch irgendwas, was wir hier brauchen, machen müssen? Holz. Wir haben Holz gemacht. Da hinten ist eine große Palme, die nehmen wir uns. Gibt es noch Steine? Steine, 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 Steine. Irgendwer hat gesagt, man kann, wenn man auf so eine Dinge einschlägt, man kann damit Steine machen. Ich glaub's allerdings nicht. Nee, da kommt nix. Das müsste man mal ausprobieren, würde ich sagen, ne? Hardly testen. So, das heißt, wir werden erstmal den krassen Baum hier fällen. Ich habe wohl langsam herausgefunden, wie man beeinflussen kann, in welche Richtung Bäume fällen. Und zwar immer in die entgegengesetzte Richtung, von der man steht.
Ja, aber nicht im Dunkeln. Also wir gucken mal gerne auf dem Meeresgrund nach Steinen, aber nicht im Dunkeln. Im Dunkeln müssen wir erstmal allgemein hier klarkommen. Hier, Trick X-Mann. Trick X-Mann. So, weiter geht's. Man sieht nur die Axt oder den Gegenstand rumrennen. Da kann man zu zweit spielen, oder wie? Das ist ja doof. Naja, Escape drücken und dann rein, also gedrückt halten, ne, das hier abbauen. Gedrückt halten und dann Escape drücken ins Menü, gleich wieder zurück und dann nochmal klicken. Und dann gedrückt halten wieder und dann schlägt man doppelt so schnell. Also man macht zwei Schläge sozusagen, ne? Das ist Cheating sozusagen. Ich würde sagen, es ist eine hochtechnologisierte Fertigkeit. Guck mal, wie viel Holz wir haben. Hui. Und nehmen wir gleich mit hier. Oh, nicht nach oben. So, hier ist unser Hauptplatz. So. Wo ist unser Holz? Da ist unser Holz. Ich baue gerade Altes, ja, das ist praktisch der Beginn von Altes sozusagen, ja. Ich muss nur noch ein bisschen Sand schippeln mit dem Eimer und die Insel größer machen. Wie jedes Mal, wenn ich Windows drücke, wenn ich Escape drücke, meinst du? So, guck mal, jetzt haben wir hier schon Palmwedel. Die kommen daneben, unser nächstes Baumaterial. Nein, wo man kein Campfire bauen. Nein, eine Foundation wollen wir auch nicht bauen. Seile, wo sind die Seile? Wir brauchen mehr Seile, fällt mir auf. Yucca-Palm. Wo ist das? Ja, Steini, ich wünsche dir auch frohe Ostern. Vielen Dank. Sexiest Insulana alive. Ich glaube, wir brauchen noch Holz. Bindfaden, meine ich. Mr. Krabs. Ist eigentlich schon mal mir aufgefallen, dass Mr. Krabs selbst eine Krabbe ist und Krabbenburger macht? Das ist ein scheiß Kannibale, der Penner. Ich hab das noch nie geguckt. Ich hab da nur mal einen Ausschnitt von gesehen auf YouTube oder so. Und dann ist mir das gleich aufgefallen. Das war das erste, was mir ins Auge gestochen ist. Oh Gott, wir sind ungesund und wir haben Hunger und Durst. Wir haben Hunger. Und keine Bändchen.
Muss doch irgendwo so eine scheiß Yucca-Palme geben. Kann doch nicht sein. Der Mond geht unter und die Sonne geht auf. Herrlich. Wir haben eine Nacht überstanden. Da! Da ist sie! Die Sonne! Wir haben die erste Nacht überstanden. Leute. Das heißt, wir brauchen Yucca-Palmen. Yucca! Wo seid ihr? Mr. Krabs hatte mal einen Wal als Tochter. Stell dich mal einen Krebs vor, der einen Wal vögelt. Interessant, ein Steck. So, erstmal wieder wegbringen hier alles, was wir hier so gesammelt haben. So, Yucca. Yucca, ha! Yucca, ha! Da, da haben wir doch. Scheint noch keine Yucca zu sein. Oh, jetzt geht das wieder los wie auf Altes, ne? Ich sollte mal was essen und was trinken. Yep. Sieht ja schon besser aus. Tauch mal nach Bikini Bottom. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ich wollte das doch trinken. Naja, gut. So. Eine haben wir ja noch. Uns geht's besser. So, jetzt brauchen wir aber, ne, jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir hier mal ein bisschen Yucca-Palme kriegen hier. Die ist immer noch abgeflattert, die ist nicht nachgewachsen. Saupalme. Wächst die gerade? Ich glaube, die wächst gerade noch. Die können wir auch nicht. Ja, mei. Ah, hier, guck mal, da ist noch die andere. Da, 4. Die wächst noch. Die spreest auch noch vor sich hin hier. Sind noch mehr Yucca-Palmen? Mann, 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 Mann. Ich habe einen Stein gefunden. Ich habe einen Stein gefunden. Na, vielleicht können wir damit ja schon was anfangen. Wir gucken mal. 4 Bändchen haben wir schon mal. Und einen Stein.
Bett, da haben wir's doch. Ha! So, stellen wir uns mal hier schön den Schatten hin. Hier so. Shadow. Shadow on the wall! Aber richtig rum. Cool, komm. Umdrehen und dann. Umdrehen, habe ich gesagt. Und dann. Sehr schön. Wir haben ein Bett gebaut. So. So viel dazu. Wir haben Holz und wir haben Bett. Wir könnten auf Erkundungstour gehen. So, wir bauen jetzt eine Foundation. Und damit bauen wir ein Floß, würde ich sagen. Oder? Guck mal hier. So. Wir haben Floß gebaut. Jetzt würde ich sagen, jetzt fahren wir mal los und suchen Steine auf der nächsten Insel. Und zwar. Zack. Wir müssen alles Überflüssige hier lassen. Das packen wir hier rein. Axt ist wichtig. Messer lassen wir auch. So, das passt. Wo war denn, irgendwo hatten wir doch hier die Insel mit dem. Oh, guck mal, die ist gar nicht. Da! Da in die Richtung wollten wir. Das ist die Richtung, in die wir jetzt fahren werden. Ach du Scheiße, da ist ein Hai. Das ist ein blöder Hai. Hier ist unser Schiffswrack, das finde ich gut, die Insel. Wir lassen hier mal unser Floß zu Wasser. Gas, Junge! Sagt der Hai. Der Hai sagt erstmal nix. Mach mal einen Turbo-Mode hier an. Moin, Benny Like Games, ahoi. Ja, dann höre ich halt auf zu cheaten. So. Bloß die Richtung nicht verfehlen, da müssen wir lang. Kann ich doch irgendwie einklemmen? Ich will einen rauchen. Nein, kann ich natürlich nicht. Bloß die Richtung nicht außer Augen verlieren. Da ist unsere Insel. Da ist unsere Insel, hoffe ich. Scheiße, hier sind so viele. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Na klasse. Und vor uns schwimmt ein Hai. Geil. Scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ah, komm rauf da! Ah, Gott!
Ahoi, Schäferber. Moin. Da wieder der Hai. Da ist die Insel. Wir kommen drauf zu. Wir schaffen das. Land in Sicht! Oh, die gefällt mir besser, die Insel. Guck mal hier. Alter, geil. Ja, hammergeil. Das wird unsere neue Heimat. Hier holen wir alles her. Sehr geil. Wir müssen erstmal die Richtung markieren. Oh, was haben wir hier? Oh, nee, ne? Ernsthaft? Ist ja geil. Oh, Kacke. Uns geht's nicht so gut. Wir müssen erstmal irgendwo reingehen. Jetzt werden wir noch krank. Kommen wir hier rein irgendwo? Das ist mein Insulaner-Outfit hier, ne? Oh. Mit meinem Kettchen, ne? Und meinem echten Seetanghütchen. Und ich glaube, der Regen ist auch ganz schön laut. Ja, komm, 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 komm. Nein, nicht rutschen. Gucken wir uns erstmal die Insel an. Oh, die ist ziemlich klein. Kartoffeln. Kann ich mit dem Eimer auch Regenwasser auffangen? Oh ja, anscheinend. Gucken wir mal. Den lassen wir erstmal stehen. Guck mal, der füllt sich, oder? Ah, Bucket Fresh Water. Oh. Das war, glaube ich, nicht gut. Nochmal hinstellen. Guck, der füllt sich. Haha. Jetzt können wir was trinken. Ah.
Wasservorrat wieder aufgebraucht, aufgefüllt. Sehr geil. Wir sind gut. Wir haben was gelernt. Ah, hier ist nichts Brauchbares. Ne, da stand ja auch Freshwater. Das muss nicht abgebraucht werden, das ist ja frisches Wasser. Guck dir den Dreckeimer an. Ich bin da nicht so wählerisch, ja? Dreck reinigt den Magen. Da, ein Stein. Wir brauchen Steine. Das war unsere Mission, wir müssen Steine sammeln. Der Wassereimer muss natürlich auch mit. Scheiße, und wir müssen wieder zurück auf unsere Insel. Und wir müssen ja auch noch finden. Crabs. Stein. Brauchen wir nicht. Holz können wir später holen. Oh, hier, Yucca-Palme. Aber auch später. Erstmal müssen wir Steine sammeln. Oh, es hört auf zu regnen. Sehr schön. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches unsere Insel war. Ich glaube, die da. Wir brauchen mehr Steine. Ich möchte hier auf jeden Fall mit einigen Steinen losfahren wieder. Oh, wir haben kaum was zu essen und wir sind fast tot. Wieso sind wir fast tot? Was habe ich denn gemacht? Ach, wir müssen schlafen, ne? Scheiße. Wir müssen zurück auf die andere Insel. Sonst verrecken wir hier bald. Keine Steine. Da, Stein. Brauchen mehr Steine. Damit wir uns ein großes Lagerfeuer bauen können. Oh, guck mal hier. Das ist auch wirklich schön hier eigentlich. Hm, Steine, Steine, Steine. Also den Eimer mit frischem Wasser sollten wir uns auf jeden Fall mitnehmen. Beziehungsweise für den nächsten Schauer drüben aufstellen. Wird es jetzt dunkel? Nein, ne? Sonne geht auf. Geht die unter? Oh Gott, nicht dunkel werden jetzt. Scheiße. Das überstehe ich doch wieder nicht die Nacht. In welche Richtung müssen wir schwimmen? In welche Richtung müssen wir fahren? Fuck. Wo ist der Eimer mit Wasser? Wir müssen in die Richtung. In die Richtung. Alles klar, da lang. Da lang. Okay. Und wir brauchen den Eimer mit Wasser. Wo ist der Wassereimer? Da ist er. So. Floß genommen und in die Richtung. Da lang. Ja, ich weiß, wir sind am Arsch. Los geht's. Das schaffen wir. Fuck. Nein, ich brauche mein Bett. Und ein Bett habe ich drüben auf einer Insel. Und ich hoffe, dass ich jetzt zu der richtigen schwimme. Wenn nicht, habe ich A-Karte. Und ich hoffe, das war eben kein Hai, der mich da gerammt hat. Ich bin Merton, ich finde das. Hm? Ich kann bloß nicht pennen. Wo soll ich denn hier pennen? Da ist meine Heimat. Ich kann sie sehen. Scheiße. Was zu essen hier?
Nein. Überhaupt nicht durstig, aber ich kann mir doch jetzt nicht fix ein Bett bauen. Ich bin auf dem Wasser. Womit denn? Ruf den Rekrut, genau. Rekrut! Das funktioniert so nicht. Ich weiß nicht, welche Insel davon. Scheiße. Robinson Merton, aber richtig, ey. Ja, na klasse, jetzt kommt auch noch ein Hai an. Oh mein Gott, ich will nicht sterben. Und er kommt auf mich zu. Wir sind ein harter Seemann, uns kriegt nicht um. Da ist sie. Schnell, schnell schlafen. Und nächsten Morgen gleich was essen. Komm, das schaffst du, Junge, das schaffst du. Hoffentlich ist das die richtige Insel. Alter, ich habe ein Gefühl, als wenn es nicht die richtige wäre. Es muss auf jeden Fall die sein. Oder ist noch ein Hai? Oh, es sind überall Haie. Alter. Was ist das denn? I have to eat something. So weak. Ja, ist mir schon klar. Komm, wir gucken, ob wir hier fix eine Kokosnuss finden. Das ist sie, glaube ich, auf jeden Fall nicht, die Insel. Nein, das ist sie nicht. Aber das ist schon mal ein Anfang. So, das Floß bleibt da liegen. Und wir brauchen ganz schnell eine Kokosnuss. Ja, ich weiß doch, ich weiß doch. Ach, Scheiße. Ja, lernen durch Schmerz. Leben heißt leiden, heißt lernen. Naja, wenigstens kann ich jetzt eine rauchen. Ist schon hart, ist schon manchmal leider geil, ne? Ja, rest in peace. Rest in pieces, ne?